Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Dieses Mal Season 10 und mit dem neuen Update Safer Seas. Und ich würde sagen, wir schauen uns heute mal etwas genauer die sicheren Seen an und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Und damit nochmals herzlichst willkommen. Es ist ein paar Tage her, als wir zuletzt SOT gespielt haben. Ich sage ja immer, ich will es ein bisschen häufiger machen, aber zurzeit ist es halt arbeitstechnisch ein bisschen schwieriger und ich mache auch nochmal so eine Sache nebenbei. Darüber reden wir aber mal, wenn ich damit wirklich tatsächlich fertig bin. Es raubt halt extrem viel Zeit und mehr ist halt leider wirklich nicht drin, weil ich muss ja auch irgendwie mit irgendwas noch echtes Geld verdienen. Und ja, von dem her würde ich sagen, gucken wir uns jetzt hier mal das neue Update an. Season 10 ist ja jetzt schon ein paar Tage draußen. Und das ist ja jetzt sozusagen nur so ein nachgeschobenes Update. Dazwischen kam ja auch, oder war das danach, kurz danach, die neue Tall Tale raus. Mit Monkey Island und so, ne? Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier mehrere Optionen. Wir kennen sie ja ganz normal. Piratenwasser, bla 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 bla. Will ich jetzt nicht durchgehen. Kennt ihr, habt ihr bestimmt auch Trailer gesehen. Wenn nicht, es wird immer alles vorgestellt. Brauchen wir nicht machen. Das ist neu. Da kann man ja immer sehen, bla 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 bla, was neu. Twitch Drops, bla bla bla. Hier, Safer Thieves. Hier steht... Ja, willkommen in den ruhigeren Gewässern. Segel alleine oder mit einer Crew und ohne andere Spieler. Das neueste Update der 10. Season bietet dir zum ersten Mal eine private Welt mit niedrigerem Risiko. Das niedrigere Risiko ist auch damit honoriert, will ich mal sagen, oder beziehungsweise belastet, dass man nur 30% vom normalen Loot bekommt. Und irgendwie geht es nur bis Level 40. Das habe ich nicht so ganz genau verstanden. Muss ich nochmal kurz schauen. Jedenfalls kann man da keine, glaube ich, Athena-Sachen dann leveln. Aber ja, da will ich mich jetzt aber auch jetzt nicht genauer festlegen. Da müsste ich nochmal das Video gucken. Ist aber auch egal. Und ja, im normalen Modus bekommt man dann 100%, also 70% mehr. Ich sag ganz ehrlich, das hier ist wirklich der absolut richtige Schritt für dieses Spiel, weil neue Spieler bekommen es dadurch wesentlich einfacher, mit dem Spiel zu lernen. Die können die Mechaniken erstmal kennenlernen, etc. pp. Und können dann in den gefährlichen Gewässern, ja, rübergehen. Oder wenn man hier beispielsweise eine Tortel machen will, etc. pp. pp. Einfach Sachen, wobei man Ruhe haben will. Vielleicht angeln, was weiß ich, die Welt genießen. Es gibt so unglaublich viel. Oder auch Roleplay beispielsweise. Es gibt so viele, viele Sachen. Klar, wie gesagt, es ist mit 30%, mit 70% weniger nicht ganz so reich belohnt. Aber ich sage ganz ehrlich, es ist absolut in Ordnung. Und an die Leute da draußen, die mich damals beschimpft haben, dass es sowas niemals geben wird in SOT. Ha! Ich habe recht gehabt. Also dieses Video damals, was ich vor x Jahren gemacht habe, da muss ich einen goldenen Thron ransetzen und andere Sachen. Ich habe mit so vielen Sachen mit meinen Kollegen damals recht gehabt. Und das ist jetzt ja auch eine Sache. Und ich wurde leider dafür wirklich nicht gerade ohne beschimpft etc. ppp und niedergemacht. Aber das ist mir egal. Ich wollte das nur mal so sagen. Noch ein bisschen Salz in die Wunde reinstreuen, dass ich recht hatte. Und ja... Ich freue mich mit den ruhigen Gewässern. Es ist eine super Sache und hilft wirklich viel. Die einzige Angst, die ich dann wiederum habe, ist mit diesen, wie will ich sagen, ja, nicht sicheren Gewässern. Das heißt, die könnten wahrscheinlich da missbraucht werden. Ja, das ist ja dann PvP-Zone komplett nur noch. Und ich schätze mal, dieser Marker wird kommen. Und ich kann da nur eins erwidern. Nein, es ist kein reiner PvP-Modus dann. Na? Deswegen ist ja immer noch im Schiff selber der Kompass oder die Sanduhr, die man umstellen kann, dass man halt, na, für die
Fraktion das segeln darf oder will. Das ist der PvP-Modus, der reine PvP-Modus. Ansonsten ist es ein PvEvP-Modus, ne? Also schön 50-50. Das heißt, wenn man einen sieht, bitte nicht gleich abknallen, auch wenn er nur an einem Außenposten steht und gerade gespawnt ist, ne? Immer schön mit Sinn und Verstand. Dann klappt das auch. Das ist eine kleine Anmerkung von mir. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal uns das Game an. Wir haben hier einmal die Jungfernfahrt. Ja, Überraschung, das war schon immer Einzelspieler. Und hier kann man nichts machen. Deswegen uninteressant, wir gehen raus. Jetzt haben wir hier wie immer zwei Sachen zur Auswahl. Wir haben ja auch noch meine Gilde etc. pp. Ich habe sogar ein Mitglied. Wow! Sollte ich vielleicht auch mal Discord-weit öffnen. Das mache ich dann, wenn ich mal wieder, wenn ich wirklich da mehr Zeit habe in der nächsten Zeit, hoffe ich, toi toi toi. Und ja, das kommt dann als nächstes. Und hier können wir jetzt auf Abenteuer gehen und wir sehen einmal offenes Meer und ruhige Gewässer. Na, und hier kommt gleich hier, ruhige Gewässer bietet geringere Belohnungen und eingeschränkte Funktionen. Ist aber, finde ich, wirklich in Ordnung. Und dasselbe haben wir auch bei The Legend of Monkey Island. Ja, ist dasselbe. Wie gesagt, ob ihr jetzt da spawnt oder da, ist egal in beiden Modis. Ja, ich mache mal Taverne einfach, deswegen wähle ich mal das hier aus. Abenteuer, ruhige Gewässer. Jetzt kann man, das ist nicht verfügbar. Okay, Gildenschiffe sind offenbar nicht verfügbar für, für diesen Gänge. Okay, interessant. Also ist dementsprechend hier dann auch keine Gildenschiffe verfügbar. Okay, jetzt haben wir das Rätsel 1 schon mal gelöst. Wenn wir hier drauf gehen, ist natürlich alles verfügbar. Aber wir schauen uns heute wirklich nur mal diese ruhigen Gewässer an, dass ihr seht, was geht alles, was geht nicht alles, etc. PPP. Das gilt nicht den... Okay, sage ich. Blöd ist nur, ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal ein Schiff... Freigabeoptionen... wenn du entfernt, geht das Schiff zu deinen Schiffen mit Captain zurück. Gut, dann entfernen wir mal kurz da mein Schiff, dass wir wenigstens mal mit einem Schiff hier tuckern können. Die anderen beiden habe ich immer noch nicht mal geschafft, hier farblich zu gestalten, aber das ist auch eine andere Sache. Zack, zack. Ruhige Gewässer geht ja. Und ja, Schiff chartern. Jetzt können wir ja wenigstens... Achso, meine Schiffe geht ja dann natürlich auch nicht. Das ist echt ein bisschen schade, dass die eigenen Schiffe auch nicht gehen. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, dann mache ich halt gleich Schiff auswählen. Ja, bereitstellen. Mache ich halt gleich so wieder. Gleich wieder zurückgesetzt. Ist ein bisschen schade, dass wirklich es nicht geht, dass man seine eigenen Schiffe nehmen kann. Ist ein bisschen schade. Mache jetzt ganz normal Schiff chartern, Schaluppe bestätigen, Crew zusammenstellen. Ja, natürlich muss man ja jetzt keinen privaten Modus auswählen. Das ist ja klar. Wir verlassen nochmal die Sitzung, nur dass man es mal gesehen hat. Abenteuer, offenes Meer. Jetzt kann man hier natürlich meine Schiffe chartern, Gildenschiffe. Wir gehen mal hier drauf. Schaluppe. Und jetzt kann man nämlich noch auswählen. Öffentliche Crew oder geschlossene Crew. So. Das ist vom Online-Modus. Der Offline-Modus, da kann man es natürlich nicht auswählen, weil man schon offline ist. Das heißt, man kann hier nur Koop-Leute einladen. Es sind auch nicht mehr Leute drin. Ob man, glaube ich, andere Schiffe mit einladen kann, das glaube ich jetzt eher weniger. Ich glaube, Koop beschränkt sich wirklich nur dann auf 4 Leute, 2 bis 3 Leute oder 1 bis 2 Leuten. Gehen wir hier drauf, Crew zusammenstellen und Segel setzen. Das mit den Schiffen ist schon ein bisschen... aber klar, sie wollen natürlich einen Anreiz machen, dass die Leute immer noch auf den anderen Servern gehen. Und ja... ich finde aber, es ist in Ordnung. So wie es jetzt gelöst ist, ist es in Ordnung. Da kann man Sachen
machen, worauf man keinen Bock hat, dass andere Leute dabei sind, andere Crews. Und ja, man wird halt einfach in Ruhe gelassen von, wie will ich sagen, Trolls. Und halt andere, die halt wirklich nur die Welt brennen sehen wollen und nicht irgendwie nach Loot geiern oder was weiß ich. Das finde ich trotzdem eine gute Sache. Ihr könnt mal trotzdem eure Meinung über das Update gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin für alles offen, positiv, negative Kommentare zu dem Thema hier allgemein. Jede Meinung wird akzeptiert. Und ja, ich finde es aber trotzdem einen richtigen Weg und einen wichtigen Schritt. Hier sind wir ja auch endlich. Ich denke mal, das muss man wirklich ganz ehrlich abwägen. Wir sind jetzt in einer privaten Lobby. Wir haben Ruhe vor anderen Spielern. Das heißt, wir werden hier keine anderen Spieler sehen. Und das Ding ist halt wirklich, wenn man jetzt angenommen mal einen Feldzug macht und würde 30.000 Gold erhalten, würde man halt statt 30.000 nur 9.000 erhalten. Aber man hätte halt wirklich dann seine Ruhe, so böse wie es klingt. Und gerade für Einsteiger ist es, glaube ich, eine schöne Sache, um in das Spiel erstmal wirklich reinzusteigen, dass sie alles verstehen, anstatt halt gleich von ein paar besonderen Leuten in Grund und Boden gemetzelt zu werden. Das soll es ja auch nicht sein. Na, wie gesagt, ich werde den anderen Modus auch noch spielen. Sehr viel wahrscheinlich sogar. Vielleicht sogar mehr als den Modus hier. Aber ja, weil ich halt schon sehr fortgeschritten hier bin. Und ja, ansonsten hier, ja, normales Schiff kennen wir. Okay, das kann man drehen, aber steht natürlich nur offenes Meer verfügbar. Hier werden wir natürlich dann auch keine anderen Schiffe sehen. Alles leer. Wundert mich jetzt nicht. Ich schätze mal, Events wird es natürlich dann auch nicht geben. Ob die Dinger aktiv sind, das ist wäre eine interessante Sache. Oh, es gibt jetzt auch alle Markierungen löschen, das ist toll. Ob die Sachen dann da gehen oder beispielsweise die Force, das müsste man dann halt mal austesten. Ich würde auch sagen, wir suchen uns dann einfach mal, just for fun, das vorher aus, tuckern da mal hin, gucken, ob es geht. Das sind so kleinere Sachen, die man hier mal machen kann. Ich schätze mal, es wird alles ziemlich gleich sein, was man hier und da hat. Drücken wir erstmal nochmal Tab. Piraten-Logbuch. Wenn es lädt. Season 10, ihr seht, ich habe richtig viel gespielt. Ansehen. Ah ja, hier. Da ist ein Schloss drum. Hier ist ein Schloss drum. Hier ist ein Schloss drum. Generiere ich dann überhaupt noch? Das Ansehen der Kompanien kann in ruhigen Wässern nicht über 40 erworben werden. Nur ein offenes. Okay. Hier geht's. Ist dann halt die Frage, kann man das noch leveln oder kann man das nicht leveln? Das hier geht natürlich auch nicht, Athena. Ansehen für Dinge ist nur da und da verfügbar. Okay, das ist das mit Level 40 bis Level 40. Kriege ich hier nochmal eine Info? Natürlich nicht. Okay, das merken wir uns mal. Meine Schiffe, ja, okay, da kann man auch hin. Missionen. Seemannsgarn, das kann man wahrscheinlich machen. Hier, die kann man alle machen. Oh ja, die sind natürlich dann nicht verfügbar hier, diese besondere. Nur ein offenes Meer verfügbar. Die ganzen Essina-Fahrten sind nur natürlich im offenen Meer verfügbar. Also ihr seht, die gehen nicht. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal, bevor wir jetzt hier weiter durchschauen. Schauen wir mal Schiffslogbuch, Piratenlogbuch ansehen. Ich bin ja hier ja auch beim Handelsbund drüber. Aber ihr habt ja auch gesehen, Moment, wir machen es mal so, dass bei Missionen der Handelsbund noch dasteht. Na? Deswegen sollten die Fahrten noch gehen und erwerben sollte auch natürlich gehen.
Na ja, das geht natürlich. Also kann man die Fahrten noch machen. Und ich schätze auch, dass man halt Ansehen bekommt. Das testen wir auf jeden Fall. Wie man hier Ansehen noch bei den normalen bekommt. War das ein bisschen komisch geschrieben? Die Fahrt geht auch auf jeden Fall. Gehen da die Walls? Wahrscheinlich auch. Na komm. Ja, die Walls gehen auch. Ja, ja, ja. Hier kann man auch ganz normal palavern, ne? Natürlich nur offenes Meer. Die Angebote sind nur fürs offene Meer verfügbar. Alles klar. Kann man dann überhaupt in die Grotte gehen? Das scheint zu funktionieren. Schauen wir gleich mal nach da unten. Gucken mal, was es hier gibt. Super. Ich denke aber wirklich, das Update ist ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Und, so doof es sich anhört, falls irgendwann mal doch, mal, ich wünsche es den Spielern nicht, Gott bewahre, nein, nein. Wenn die Server abgeschaltet werden, muss man wirklich mal trotzdem drüber reden. Hat man noch was, ne? So doof es klingt. Ja, hallo, 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 guten Tag, hi, 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 hi. Schauen zuerst mal, kann ich zum Händler? Ich denke schon. Ich freue mich auch, wenn hier irgendwann mal das wirklich hier verfügbar ist, dass man hier rausjumpen kann. Wäre eine tolle Sache. Quality doesn't come cheap. Okay, das geht. Das geht. Schweineteuer wie eh und je. Wir haben fast kein Geld mehr. Wee! Weil ich so viele Schiffe vor euch gekauft habe. Zack. Irgendwo da hinten kommt die Musik her. Okay. Nicht von der Band, aber halt irgendwo da hinten. Okay, Leute. Bei dir kann ich dann wahrscheinlich auch ganz normal einkaufen, ne? Ja, also das... Das geht. Die sind halt nur nicht normal freigeschaltet. Zack. Aber bei dir müsste ich jetzt hier. Die kann ich da nicht kaufen. Legendäre Schwarzpulverfahrt. Nur im offenen Meer verfügbar. Also die sind hier komplett dicht gemacht. Legendäre Verfahrt nach versunkenen Schätzen. Die müssten wir eigentlich mal machen. Das ist ja die neue da mit den lustigen Truhen da. Ja, okay, interessant. Also das geht dann natürlich. Das Schöne ist, man kann auch hier sich jetzt hier mal Zeit lassen. Und halt wirklich das Spiel genießen. Ich kann es wirklich vollkommen verstehen, beide Seiten. Das Ding ist, ich bin ganz ehrlich eine Seite dazwischen. Ich mag beides. Ich mag sowohl meine Ruhe mal wirklich beim Angeln zu haben, als auch, ja, ein Raid zu machen und dabei einen Besuch zu bekommen. Aber ich schätze mal, hier wird es keine Raids geben. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir mal uns verkrümeln. Wir schauen noch mal kurz hier. Missionen, Abenteuer rein. Okay, da gibt es natürlich nichts Neues. Denn die Tower Tales, die sollten ja eigentlich startbar sein. Na? Jo, diese natürlich machbar. Das ist eine schöne Sache. Wo ist die andere Tante hier? Auf der anderen Seite da drüben. Die sind natürlich machbar. Das ist eine coole, schöne Sache. Also hat man bei den Tall Tales auch dann seine Ruhe. Oh, Raids gibt's dann auch. Hat sich die Frage dann auch erübrigt. Da brauchen wir da gar nicht wahrscheinlich hinfahren. Aber ich werde da trotzdem mal hinfahren, wegen dem Loot, beziehungsweise werden wir es einfach mal testen. Hier ran werden wir es mal testen. Moment. Leg das da mal einfach hin.
Wir drücken mal hier drauf. Wir testen das mal jetzt ganz einfach. Zack. Das ist natürlich direkt angenommen. Außenposten. Sanctuary von Sherry. Oh Gott, wer war nochmal Sherry? Sherry, Sherry, Lady. Ship normalerweise, oder? Ja. Fracht einsammeln. Oi. Okay, wollte jetzt sagen, hier nur was zu saufen hier. Das wird eine geile Party. Pflanzen brauchen wir doch nicht. Zack. Ja, mehr saufen. Ja. Liefernotiz. Okay, wir stellen jetzt, sortieren mal kurz hier. Spoils of Plenty. Spoils of Plenty. Alles Spoils of Plenty? Super. Nehme ich mal das einfach mal. Spoils of Plenty. Zack. Trocken. Wo ist denn jetzt Spoils of Plenty? War das in der Nähe? Was? So nah? Was ist denn das für eine Pillowfahrt? Okay, das machen wir ja dann mal wirklich alles hier. Dann sehen wir mal, wie es sich mit dem Geld verhält, Erfahrung verhält, etc. ppp. Klar, nur 30%. Aber ich bin ja jetzt schon über Level 40. Na? Und wie es da mit der Erfahrung da reinspielt. Geht es jetzt, geht da gar keine Erfahrung mehr drauf? Das würde ich jetzt sagen. Oder steigt es trotzdem? Aber halt nur mit 30%. Und man kann halt einfach nur nicht da mehr freischalten. Auf Deutsch gesagt. Also ganz ehrlich, ich finde es toll, dass es geht. Ein bisschen schade ist es, dass man halt jetzt nicht sein eigenes Schiff fahren kann. Finde ich ein bisschen... Aber wahrscheinlich auch wegen den ganzen Statistiken. Bla 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 bla. Mitunter. Deswegen haben die gesagt, dass man das nicht macht. Oder dass das nicht gemacht wird, aber ja, trotzdem ein bisschen schade. Naja, aber es ist halt so gemacht, dass es für die Neuansteiger ist. Also schätze ich mal, wenn das da ist, werden auch alle restlichen Events funktionieren. Dass Piratenschiffe auftauchen, dass Megalodon da ist, dass der Kraken da ist, etc. pppp. Das wird, denke ich mal, alles funktionieren. Nur, man ist das jetzt hier allein. Mit der Harpune gab es auch einige Updates. Die funktioniert jetzt auch ein bisschen anders. Zack. Aua. Willst du das haben? Nö. Du aber, ne? Wie viel kriegt man? 315 und? Kriegen wir Erfahrungspunkte? Keine Erfahrungspunkte. Das heißt, wenn man das hier noch leveln will, beziehungsweise halt einfach, ja, machen will, dann bekommt man hier nur Geld. Genauso wie es da steht. Nee, ich wollte es jetzt nur einfach nochmal testen. Vom Verständnis her. Was heißt das? Bis 40. Welche Dienste gehen nicht? Das ist dann hier die Frage, die man sich stellen musste oder die ich mir gestellt habe. Das heißt, man bekommt hier wirklich nur rein die Kohle raus. Und jetzt könnt ihr euch mal ausrechnen, das sind jetzt 30%. Na, 70% würde man noch over the top bekommen, wenn man das in der normalen Welt machen würde. Würde sich mehr lohnen. Na? Bei solchen einfachen Aufgaben, ne? Solche Handelsbundaufgaben, wo man nur Sachen von A nach B fährt, da hat man geringes Risiko, man wird die Scheiße hier voll schnell los. Okay, das ist interessant. Dementsprechend sollte man dann auch, das mache ich jetzt hier nicht, wenn man jetzt hier noch einen Fisch angelt und ihn beim Ruf des Jägers verkauft, sollte man dann dementsprechend auch
ja, Erfahrung bekommen. Nur halt hier nicht. Okay, das nur jetzt hier, wie gesagt, zum Verständnis mal. Zack. Ich sag ehrlich, 30% sind irgendwie auch noch. Die Belobigung bekommt man auch weiter durch. Okay, das tut sich wirklich nur auf die Erfahrungspunkte beschränken, dass man die nicht bis über Level 40 bekommt, sondern nur bis Level 40 und dann gar nichts mehr drüber, dann nur Geld. Ja gut, man möchte es halt wirklich, ja, mehr als genug benachteiligen, in Anführungszeichen, dass die Leute halt trotzdem in den normalen Modus reingehen. Ich würde aber trotzdem sagen, wir haben jetzt alles soweit getestet, was wir testen wollten. Und in dem Sinne würde ich mich ganz herzlich trotzdem fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt ihr auch mal gerne in die Kommentare, was ihr hiervon jetzt komplett haltet. Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, etc. ppp. Mein Fazit, es ist definitiv der richtige Schritt. Mein Fazit, es ist die richtige Lösung, so wie es jetzt gemacht worden ist. Und mein Fazit, jetzt kann sich wirklich jeder raussuchen, was man will, was man beachten muss. Aber ist trotzdem, es bleibt, ist und bleibt ein PvE-VP-Spiel. Na? Das heißt, kein reines PvP und kein reines PvE. Wir haben zwar jetzt im Prinzip drei Modi. Einmal diesen Modus hier mit reinem PvE. Dann einen normalen Abenteuermodus in den wilden Gewässern haben wir mit der Sanduhr. Einen Modus, bei dem man nur PvP machen kann. Und man hat diesen PvE-VP-Modus. Die normale wilden Gewässer. Das heißt, Gefahr von anderen Spielern kann lauern. Aber wie gesagt, kann lauern. Das ist jetzt kein Grund zu sagen, das sind alles Red Seas und ich töte alles, was mir vor die Füße läuft. Weil dann bleiben die Spieler weg. Und ja, na, das jetzt hier so mein Fazit. Ja, ich finde, es ist gut gelöst. Wird sich zeigen, wie es die Spieler annehmen. Und ja, in diesem Sinne bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.